geht das in irgendeiner Weise? Oh, die kämpfen gegeneinander? Das ist ja interessant. Ich dachte, der Kuro Pekko ist da immer. Naja, okay, offenbar nicht. Ah, Hilfe. Ich muss hier mal ganz kurz irgendwo in der Ecke. Und hier mal kurz wetzen. Sollte klappen, weil da ein großer Baum vor uns ist. Okay, maximale Schärfe erreicht. Ja, was tust du da? Es wäre sehr schön, wenn du wegrennst. Und da ich keine Chance habe, dich wiederzufinden. Au. So, natürlich das, den Farbball wieder erneuern. Sehr wichtig. Okay. Hau bitte ab. Wir haben hier immer nur ganz kurz Zeit. Wow. Okay. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Der Typ kann uns töten. Und zwar mit Leichtigkeit. Ab. So. Oh, geil. Der Kuro Pekko fliegt weg. Ich muss ihm folgen. Ich gehe mal in die Richtung einfach schon mal. Aus Prinzip. Und weil er da auch rauszugehen scheint. Das ist schon mal gut. Sehr gut. Eine Karte wäre natürlich hilfreich, aber offenbar kriegen wir keine. Also müssen wir wohl auf den nicht vorhandenen Orientierungssinn drauf zugreifen. Bam. Erstmal das hier. Und dann können wir noch einen Trank nehmen. Why not, right? Wir haben ja den Luxus, dass wir ein paar Tränke dabei haben. Also why not? Bam, bam, bam. Ah ja, perfekt. Ja, das sind die ganz normalen Regenwälder auf jeden Fall. Ich meine, das Gebiet kennt man ja. Ich weiß nicht, wie ich darauf kam, dass es was anderes ist, aber es sieht nachts irgendwie komplett anders aus. I don't know. Ich weiß aber trotzdem nicht, wo hier das Basiscamp ist. Leider. Hi. Come on. Au. No. Nicht gut. Mein Ding läuft bald aus. Nein. Könntest du bitte aufhören, das zu tun? No. Ah ja, gut. Gerade noch geschafft, es zu erneuern zumindest. Bam, bam. Ah, damn it. No. I don't want that shit. Literally. I don't know what that shit is, aber ich will es auf jeden Fall nicht. Ich glaube, dass mich die großen Monster angreifen oder sowas. Au. Gehörschutz wäre ganz gut. Sonst kriegt er uns hier immer. Okay. Bitte. Ja, sehr schön. Ich war in der perfekten Position dafür. Very nice. Okay, was auch immer du angreifst. I approve of that? Wow. What the fuck, die Flügel haben gerade übelst zurückgeschleudert. Das hat mir gerade ganz und gar nicht gefallen. Bam. Ich glaube, ich mache hier gerade irgendwas ganz okay. Wah. Auf jeden Fall sind wir noch nicht gestorben. Und das, obwohl so ein Riesenmonster bei uns dabei ist. Was die Sache echt nicht leichter macht. Aber klappt ja alles bisher. Nein. Dann tun wir hier mal gegen die Wand schlagen. So. Und unser Gear-Ding erhöhen. Wir machen ganz schön viel Damage eigentlich. Müssten wir zumindest. Rein theoretisch. Das müssen wir aber auch tun. Da wir sonst eh keine Chance gegen ihn haben. Au. No, 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 no. Der andere folgt mir wieder. Okay. Kann man hier solche Taktiken machen, wie einfach drauf warten, bis der, falls der wiederkommt, einfach drauf warten. Au. Bis der Kuro Pekko wegfliegt in einem anderen Gebiet? Oder fliegt er nur weg, wenn ich auch gegen ihn kämpfe? I don't know. Bam, bam, bam. Ach, damit. Na gut, dann halt nicht. Dann halt nicht. Essen wir erstmal das hier. Machen hier was.
bevor der andere kommt und wir das garantiert nicht mehr tun können. Er ist auf jeden Fall schon auf dem Weg. What are you doing? Den haut's wieder weg. Au. Er lauft einfach über mich drüber, während ich hier gerade was ernte. Was ist das? I want to know that. Wiffernträne. Ah, okay. Wenn er in der Luft ist, kann man ihn gut runterholen, komischerweise. Und dann ist er gleich mal... Oh Gott, hier ist ein... Also ich bin dem Schreien ausgewichen, okay. Nein. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Sorry. Back to the game hier. Kommst du her? Ich möchte dich hier ein bisschen draußen haben. Das ist perfekte Attacke dafür. Ich will ja eigentlich den Schweif abschlagen. Oh, damn it. Ich bin wieder elektrisiert vor Spannung. Aber ich weiß nicht, ob das so gut ist. Okay, der fliegt wieder weg. Das ist sehr schön. Glaube ich. Hoffe ich. I don't know. I really don't know. Da hinten. Okay. Dann gehen wir mal dahinter. Badam. Hier müsste irgendwo dann rechts wieder ein Ausgang sein, hoffe ich. Wenn mich meine nicht vorhandenen Kartenkenntnisse nicht trüben. Ja, da hinten. Einfach nur komplett durchschwimmen. Na gut, so geht's dann natürlich auch. Badam. Okay. Jetzt sehe ich wieder an Land. Ist das zeitlich begrenzt, dieses komische Blitzdings? Blitzdings ist zwar was anderes, aber ich benutze es mal für den Begriff. Ausdauer verlieren wir nicht schneller. Schaden merke ich jetzt zumindest gerade nicht. Das ist natürlich sehr schön. Ja. Oh je. Hi. Nein. Hilfe. Okay. Dann mache ich einfach mal hier. Und benutze den anderen, um meine Leiste aufzufüllen. Oh Gott. Das könnte mich leicht töten. Das könnte mich sehr leicht töten. Oh Gott. Vielen Dank. Und wir müssen hier dringend weg. Und der andere ist sogar weggegangen. Das ist ja nett. Nur ein ganz kurzer Aufenthalt hier. Das soll mir auch genügen, ehrlich gesagt. Hau ab. Ich weiß nicht mal, wie du heißt, aber ist das ein Agnaktor? Nee, Agnaktor war doch das Feuerdings. Ach Gott. Namen. Namensgedächtnis. Huch. Trink bitte. Thank you. Okay, außerdem wäre es, glaube ich, gar nicht so schlecht. Hier erstmal. Zip. Sehr schön. Und dann los auf das Monster. Und schauen, was es hier verbirgt. Nichts. Einfach nur das Monster. Das freut mich. So können wir, glaube ich, sogar gegen ihn kämpfen. Er sollte ja eigentlich gar nicht mehr so viel Leben haben. Habe ich gerade sein Dings und sein Blitzdings unterbrochen? Au. Naja. Sah zumindest kurzzeitig so aus. Dann durch mal komplett hier. Bam. Very nice. Ging komplett durch. Obwohl es eigentlich nicht hätte klappen sollen, aber offenbar kam die Attack-Animation. Nein. Komplett durch, wollte ich sagen. Au, lasst mich in Ruhe. Okay. Fangt das schon wieder an. Was tust du da? Ach, brauchst du das zum Aufzuladen, okay. Au. Ja, das ist effektive Combo. Kann man nicht anders sagen. Come on. No. Lass das. Hol nicht wieder deinen großen Bruder. Du musst das alleine können. Der ist auch nicht immer da für dich. So. Und ich habe ihn nicht markiert, den großen Bruder. Das könnte unter Umständen sehr übel werden.
Könntest du bitte? Wir können hier jetzt mal komplette Combo, glaube ich, machen. Ah, nice. Wir können ihn schon fangen. Das können wir allerdings tun. Mal schauen, wo er als nächstes hingeht. Und dann können wir ihn direkt fangen und die Mission abschließen. Und wow, alles wunderbar. Und so weiter und so fort. Und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Und ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich muss hier runter. Nicht runterspringen, nicht runterspringen. Ich muss darum. Ja, ja, jetzt kommt der andere. Der ist mir jetzt mal sowas von egal. Ich gehe hier entlang. Bam. Bin ich direkt bei ihm. Das ist natürlich perfekt. Wenn der andere noch in dem Gebiet ist, kann ich hier schon mal eine Schockfalle auflegen. So. Yay. Komm her. Nein. Ah, ah. Nicht aufladen. Gut. Sehr schön. Kommst du? Eins. Zwei. Ziel erreicht. Wuhu. Das ist doch mal nice. Nice, nice. Bam, badam, bam, bam. Badam, badam, bam, bam. Okay. Tja. Mach jetzt noch mit der Rest der Episode. Ach, egal. Ich finde schon noch was. Bam, badam. Ich finde das eigentlich ganz gut, dass es sich eigentlich ein Monster meistens in zwei Episoden unterteilen lassen. Das sollte eigentlich passen. Ich meine, ihr habt ja sowieso genug Videos von mir. Da brauche ich jetzt nicht unbedingt 30 Minuten Episoden zu machen. Bam, bam. Das schafft dann eh keiner mehr nachzuschauen. Komm. Wir müssen hier eh noch eine Minute warten und dann die ganzen Rohstoffe, die wir von ihm wahrscheinlich bekommen, nochmal anschauen. Vielleicht kriegen wir noch eine neue Rüstung und so. I hope so, at least. Bam, bam. Komm, lass uns bitte zurück. Komisch, wenn man nebenher immer einen Countdown hat und weiß, also die Minute tatsächlich die ganze Zeit zieht, dann kommt sie einem viel länger vor, irgendwie. Na gut. Ander Backbook senden. Kuropeko-Schuppe plus... Ne, Kamessin-Kuropeko wahrscheinlich. Dann Wollstein. Okay. Entwickelt sich damit der Kuropeko weiter? Egal. Bam, bam. 10 Meter? Wow. Okay. Gerade noch nicht speichern. 10 Meter hört sich ordentlich an. So, wir haben noch Zeug zum Abliefern. Und Items zu begutachten. Dum, dum, dö, dum. Noch zweimal gebrannte Stege, oh je. Haben wir irgendwas? Hä, wo ist unsere Träne hin? Keine Hilfe von Träne. Okay. Dann haben wir halt nichts zum Abliefern. Soll mir prinzipiell auch recht sein. Ach stimmt, mit dem wollte ich auch noch reden. Passt perfekt. Rüstungsfertigung, Rüstungsschmieden. Ist da irgendwas Neues? Bam. Da irgendwo? Ah ja. Kuropeko-Helm. Hm. Wunderbeschnabel. Okay. Nö. Gibt's keinen Grund, was anderes als das hier zu machen. Eigentlich. Schip. Okay. Was hast du zu sagen? Hey Jäger, es wurde wieder merkwürdige Schreie im Ogerwald gehört, diesmal bei Nacht. Ich werde, dass es diesmal meinen Kamessin-Kuropeko handelt. Die Bestie muss da irgendwo ein Nest haben. Rechne damit, dass die Kamessin-Kuropekos im Wald begegnen werden, auch wenn du keine Quest erledigst. Du kannst auf mich zählen, ich behalte die Sache im Auge. Achte immer auf die Mugga-Prognose. Okay, cool. Und das auch. Habt ihr irgendwas eingesammelt? Dann können wir das schon mal für nächste Folge. Wow, so wenig. Vorausnehmen. Bam. Ah, na toll. Das war wenig hilfreich. Ach, du hast was Neues. Hey Jäger, du kannst nicht von mir lassen, oder? Ich muss wohl diese gewisse Etwas haben. Nachdem du alle Unterarten erledigt hast, willst du bestimmt eine neue Herausforderung. Wie wär's mit etwas Abwechslung? Oh, oh. Über deine Lippen kommt kein Wort, aber deine Augen sagen ja. Also das hier ist nur für dich. Tada, eine Quest für eine Jagd auf ein stinknormales Monster. Du sollst dir ein Blesioth schnappen. Und du hast gedacht, dass du nur noch gegen Unterarten aus antriffst, stimmt's? Womit haben wir es hier genau zu tun? Ich öffne mal eben einen umfassenden und schweren Monsterführer. Der Blessed lebt in der Nähe von Wasser und er liebt Frösche. Er liebt Frösche als Nahrung oder so allgemein? Huch, egal. Waldmannsheil. Okay. Dringende Quest, oder was? Wasserschaden. Jage einen Blessioth.
Okay, ein Wassermonster. Vielleicht kriegen wir da die Haiflossen und so her. Das Haihaut, sorry. Das wäre ganz nützlich. Wir haben ja hier schon relativ viel jetzt. Wir kommen voran in dem Game. Wer hätte es gedacht? Naja. Falls euch gefallen hat, liken. Falls euch sehr gefallen hat, abonnieren. Dann wünsche ich euch viel Spaß bei meinen anderen Let's Plays. Das war jetzt ein bisschen genuschelt, aber egal. Ciao, Leute.